Yo, ja, und willkommen zurück zu Marvel Strike Force. Als ich Part 4 aufgenommen habe, habe ich gemerkt, dass es ein recht langer Part wurde und mich dann entschieden, daraus zwei Parts zu machen. Also viel Spaß mit dem nächsten Part. Und ihr könnt das Game über BlueStacks auf eurem Computer runterladen. Ein Link ist oben in der Beschreibung zu finden. Einfach draufklicken, herunterladen und installieren. Das sind nur noch zwei, drei Klicks und easy peasy. Have fun! Wenn deine Kommandantenstufe steigt, erscheinen schwierigere Herausforderungen mit besseren Belohnungen. Ja, Sonntag ist meistens der Tag, an dem es alles einmal gibt. Ich würde sagen, wir gehen einmal ganz kurz rein. Gucken. Einmal ganz kurz. Ich hoffe, die dauern nicht so lange. Gott, wird hier wieder eine 20-Minuten-Aufnahme, oder was? No! Okay, gut, ich hoffe, die gehen schnell. Dann gehen wir einmal alles durch und dann, ja, ist eigentlich schon wichtig, dass man den Sonntag, dass man alle mitnimmt, weil das eben, vor allem auch für am Anfang, sind das Ressourcen, die man als später zwar in Massen hat, aber die brauche ich jetzt alle und wenn ich die praktisch alle auf einmal kriege, dann, ja, why not? Ja. Sieht schon sick aus. Boah, Mann. Yo! Baller denn weg? Okay. Ich denke mal, es wird auch einige Herausforderungen geben, wo nur bestimmte Klassen erlaubt sind oder vielleicht nur Fraktionen. Zumindest das bei GOH so. Aber auch wenn das jetzt auf 1 ist, dann müsste wenigstens die Geschwindigkeit selbst dabei normal sein. Also, der springt da ja schon in Zeitlupe hin. Spidey duckt sich da mit Cage getroffen wird. Wie geil ist das? Boom! Das sieht sick aus. Okay. Und dann sollte das der letzte Angriff gleich sein. Gut, gut. Also ich sehe schon, dass mein Heiler auf jeden Fall bald weg ist. Ich gucke, dass ich bald ein Team baue, das aus einer Fraktion besteht. Weil die wahrscheinlich mehr Synergien haben. So, da haben wir jetzt irgendwie wie viel Gold bekommen, keine Ahnung. Gold ist Gold. So, nächsten Kampf machen. Wusstest du schon, dass du was mit automatischer Sieg beenden kannst, die du bereits mit einem 3-Medaillen-Sieg abgeschlossen hast? Natürlich! Okay, gut. Freut mich. Automatischer Sieg. Okay. Dann haben wir das dreimal. Ich hoffe, die anderen sind dann auch jeweils dreimal. Genau. Oh Mann. Das dauert noch. Okay. Dann gehen wir in die zweite Runde, dann dauert der Part wohl ein bisschen länger. So. Ich weiß auch aktuell gar nicht, wo oder was wollte ich sagen? Genau, ich weiß gar nicht, ab welchem Level oder ob es, wann die nächsten Herausforderungen freigeschaltet werden, nur das vorherige freischalten und dann direkt ins nächste oder muss man noch ein Level haben? Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Shield-Agentin. Wow, 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 warum sind wir hier gegen Shield? Nick Fury! Fury, was machst du hier? Kämpfst gegen uns oder was? Okay. Ich niese gleich, ich spür's. Yo! Baller den weg. So. Spidey schlägt einfach Fury. Wird er direkt aus den Avengers gekickt. Hol dir Fury, Mann! Kill den, danke. Bitte die Sanitäterin da hinten. Was die aber raushauen, mit diesen ganzen Plasmawerfern oder was das sind. Aber ohne Witz, die können mit diesen, im Hintergrund können sie da echt mehr als nur die gleichen zwei Autos reinballern, oder? So. Warum können die alle heilen? Was ist das?
Alright. Bitte nicht sterben, meine Sanitäterin. Gut. Dann haben wir das schon mal geschafft. Keine Ahnung, was das jetzt überhaupt war. Sieg. Okay. Okay, Spielerstufe 13, okay, wie gesagt. Okay. Hier gibt es Trainingsmodelle, eine kleine Menge EP werden damit. Okay, gut. Um Charaktere aufzuleveln. So, was gibt's noch? Oh mein Gott. Fähigkeit in Erweiterung. Benötigt zwei Schutz- und oder Kontrollcharaktere, habe ich ja gesagt. Wird so sein. Was haben wir hier? Versorgungslauf. Gibt's hier nicht eine Info? Nahkampf und Unterstützung. Okay. Ah, mit den dreien könnte es bisschen knapp werden, glaube ich. Bin auch gespannt, wie der nächste Spider-Man-Film wird. Ich habe den zweiten noch gar nicht gesehen mit Tom Holland. Wie hieß der? Far From Home. Den ersten habe ich gesehen, Homeland, glaube ich. Oder Home. Ich glaube Homeland. Irgendwie so, keine Ahnung. Den dritten, der kommt ja bald raus. Und dann. Ja, den zweiten muss ich auch noch schauen. Mit Jake Gyllenhaal. So. Okay, das sollte einfacher werden. Nachtschwester. Also als Star Wars Fan sagt mir Nachtschwester was anderes. Okay, die. Oh. Das ist geil gemacht. Okay, ich habe gerade jetzt echt nicht Lust daraus, ein 30-Minuten-Video zu machen. Deswegen können sie die auch einfach schnell erledigen. Die ganzen Animationen kennen wir ja bereits. So, dich ballern wir noch weg, ohne einen zu verlieren. Boom, tot. So. Gut. Daraus gibt es, nutze Blitzer, um deine Kämpfe für Blitzkämpfe wieder aufzuladen. Okay. Ich glaube, das brauche ich aktuell noch nicht. Wirklich. Zumindest denke ich mal. Blitzkämpfe, keine Ahnung, was das sein soll. Okay, automatischer Sieg. Gib mir 20 von 100, okay. Gut, und dann haben wir noch diese beiden hier, Orbfragmente. Das hört sich ganz nice an. Ich hoffe, dass wir das durchziehen können. Ich glaube, außer Orbfragmente kann man ja dann diese Kisten öffnen. So langsam habe ich, glaube ich, den Dreh raus. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich glaube, ich mache sonst einfach zwei Parts hier raus, ohne Witz. Also. Iron Man, what? Okay, dann ich mache wohl doch zwei Parts draus. Ja, ihr könnt Galaxy of Hero, Galaxy of, ja, ihr könnt Marvel Strike Force über meinen Link in der Beschreibung oben runterladen. Wenn ihr da draufklickt und dann einfach den Download-Anweisungen folgt, dann wird es automatisch installiert, inklusive BlueStacks. Wenn ihr BlueStacks schon habt, könnt ihr darauf auch klicken, dann wird es automatisch rein installiert. Dann müsst ihr in BlueStacks einfach nur noch auf die Installationsanweisung vorne gehen und das Game könnt ihr starten. Ganz easy, wenn ihr es bereits auf dem Handy zockt, könnt ihr es ja nebenbei auch ab und zu noch auf dem PC zocken. Manchmal ist man PC oder nebenbei Handy und hin und her ist manchmal ein bisschen unpraktisch. Also einfach alles am PC machen und gut. Okay. Gut. Dann sollten wir gleich die Orb-Fragmente kriegen. Ich hoffe, wir können daraus Charaktere. Oh. Ich muss gleich in Duolingo noch was machen. Das mit diesen. Okay. Gut. Um nicht aus der Tabelle zu fliegen. Okay. Dann machen wir hier nochmal. Warum kann man nicht einfach direkt zweimal machen? Das wäre noch ganz interessant. So, was haben wir noch? Den können wir nicht. Katalysator der Änderung können wir vielleicht auch nicht. Stufe 16. Gut, dann, was haben wir jetzt alles noch vor uns? Du hast Events freigeschaltet. Amen. Hier sind spezielle Events mit einzigartigen, wertvollen Belohnungen.
Die meisten sind nur für eine bestimmte 5 Minuten, also schließe sie ab, bevor sie ablaufen. Okay, und wie lange sind sie für das Elektro-Event abstimmen, um Elektra zu erhalten? Nein, möchte ich jetzt nicht machen. Könnt ihr nicht einfach zeigen, wie lange es verfügbar ist? Wie lange ist der Crossbone? Der war ja in den Avengers-Filmen, glaube ich. Der war ganz sick. So, wir machen erstmal das, was wir hier vor uns haben. Mailbox oder Erfolge. Stufe 9. Nehmen. Okay, genau. Nächstes haben wir auch. So, Mailbox. Okay, Meta-Spielleitfaden. Okay. Plane. Okay. Deine Fortschritte erreiche deine Charakterziele mit Hilfe des Meta-Spielleitfaden Blocks. Okay. Erfahre alles über die Planung deines Fortschritts und deiner Charakterziele. Strategien für das Erstellen von Teams, Charaktere, die du dir holen solltest. Go, go, go. Okay. Den werde ich einfach mal. Kann ich das nicht einfach kopieren? Ach komm, kopieren, dann raus. Gut, das werde ich jetzt nicht auf die Schnelle machen. Ich speichere mir den Link aber ab. Hier, Editor. So, okay, was haben wir noch? Rekrutiere Crossbones. Okay, in 6 Tagen. Schurken vereint. Nächste an Helden und Schurken, so sehr wie eine interdimensionale Bedrohung. Schließe Kapitel 2 von Helden versammeln ab und rekrutiere einen Trupp von mindestens 3 Schurken, um an der Kampagne Schurken vereint teilzunehmen. Schurken können durch den Elektro-Kosmos-Event gewonnen werden. Viel Glück. Herausforderung freigeschaltet. Glückwunsch, du hast die Herausforderung freigeschaltet, Kommandant. Du kannst sie jeden Tag einige Herausforderungen abschließen, um Ressourcen zu gewinnen, die du dir im Kampf gegen Ultimus helfen. Jede Herausforderung kann nur 3-mal pro Tag erfolgreich abgeschlossen werden. Du kannst sie aber so oft du willst in Angriff nehmen. Okay. Tägliche Ziele. Update Wolverine. Wolverine ist da und bereit für Action. Wolverine ist bereit, seine Feinde mit seinen Adamantium-Krallen und wilden Fähigkeiten in Stücke zu reißen. Schließe deine täglichen Ziele ab und verdiene jeden Tag Wolverine Splitter. Wolverine ist auch für einen Premium-Opt erhältlich. Nehmen wir gerne. Okay, das waren hoffentlich alle Mails. Dann gucken wir in die Vorräte. Jetzt können wir ein paar Orbs öffnen. Gott, wir sind schon wieder bei 12 Minuten. Okay, öffnen. Gut, keine Ahnung, wer das war. Okay, sonst hätte ich jetzt irgendwie da was geöffnet. Schildsoldat rekrutieren. Okay. Gut, coole Sache. Brauchen wir wahrscheinlich nicht so sehr. Werde ich jedenfalls nicht hochziehen. Okay. Okay, Champion Orb. Hä? Denke ich, kann die. Okay. Irgendwas können wir doch 5-mal öffnen. Trainingsorb 000. Okay, das ist sowieso die teuren, denke ich mal. Okay, nehmen 4-mal. Gut. Was kann ich sonst? Diese roten Dinger. Kurz checken, ob ich hier sonst was. Gut, das sind 1000 von 2000. Okay, die muss man sich sonst hochkaufen. Okay, gut. Dann öffnen wir mal. Wer ist das? Shield-Agentin. Komm, ich will Daisy haben. Oder, keine Ahnung, Mac. Mac wäre geil. Söldnerleutnant. Also, ich glaube, Trash-Charaktere, denke ich mal. Komm, gib mir wenigstens was, was ich noch wenigstens sonst schon habe. Wer ist das? Kitty Pryde? X-Men, okay. Ne, das war's. Okay. Ups. Eins habe ich noch irgendwo. Den hier. Oder? Ne. Ne, 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 ne. Nee. Muss das nicht rot leuchten? Da haben wir noch. Legacy Orb enthält 500 von ausgewählten begehrten Charakteren. Okay, das hört sich gut an. Wenn ich mir nur auswählen könnte. Wer ist das? Oh, Vision. Ja, gut, klar. Nice. Ich schaue auch die Serie WandaVision. Wir haben hier nämlich einen leicht anderen Design. Aber ja, Vision mit seinem Stone.
Okay. Was haben wir hier? Irgendwelche Items. Fähigkeitsmaterial. Okay, ich würde sagen, das soll es jetzt gewesen sein. Tägliche Ziele nochmal annehmen, abgeben, wie auch immer. So. Oh Mann. Warum erreichen nur so viele Level? Was ist das? So. Nächstes Level. So. Gehen nochmal in die Charaktere rein, die werden wir jetzt nicht freischalten. Ja. Okay, falls jemand von euch das Game zeigt und mir Hilfe geben kann, dann einfach sagen, yo, mach das und das. Ich habe ja noch diesen Meta-Guide jetzt. Okay, ich würde sagen, das war's. Ich habe keine Lust mehr. Ihr habt keine Lust mehr. Ihr könnt das gerne über meinen Link oben in der Beschreibung für über BlueStacks runterladen. Einfach das Game dann runterladen und dann könnt ihr das Ganze easy peasy installieren. Es wird automatisch hier rein installiert, wenn ihr bereits BlueStacks habt. Oder es installiert alles automatisch. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Kommt gerne auf meinen Discord-Server, addet mich gerne, was weiß ich, was ihr braucht, um mich zu adden. Hier, keine Ahnung, Spieler-ID, keine Ahnung. Oder ob man erst Freunde freischalten muss. Oh Mann, ich habe keine Freunde. Rest in Peace. Genau. Okay. Die kann ich noch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Kommt hier abonniert. Und ciao.